Markus Weinberg spricht jetzt für die CDU-CSU. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lieber Johannes Kahrs, du hast ja gerade noch mal zitiert, das, was wir im Koalitionsvertrag, worauf wir uns verständigt haben. Aber du weißt natürlich auch, dass das klar eine inhaltliche Ausrichtung war, dass alle Diskriminierungssachverhalte abgestellt werden sollen. Das heißt, steuerliche Gleichstellung, das heißt bei der Frage, und darüber diskutieren wir gerade. Und ich erinnere mich, vor zwei Jahren, als wir auch über dieses Thema diskutierten, hatten wir das Thema 175, damals noch in weiter Ferne. Mittlerweile diskutieren wir darüber, wie wir das machen. Das bezieht sich auf den Sach- oder auf das Gebiet Diskriminierungssachverhalte, dort, wo wir sie in der Beziehung zueinander abstellen können. Wie gesagt, Dienstrecht, Steuerrecht, 175er haben wir gemacht. Zwei Vorbemerkungen sind mir noch mal wichtig, weil ich weiß, dass das natürlich eine hochemotionale Debatte ist, weil man betroffen ist oder meint, man sei betroffen oder sich selbst betroffen fühlt. Deswegen ist es umso wichtiger, erstens, dass wir bei dieser Debatte natürlich auch den kühlen Kopf bewahren und eine hitzige Debatte führen, aber auch eine sachlich, finde ich, gerechtfertigte Debatte. Und der zweite Punkt ist dann auch eins. Man kann ja eine Position haben, ich rede gleich über die Position innerhalb der Union, die sehr weit auseinander liegt. Ich finde, eins muss hier Gültigkeit haben. Das ist der Respekt vor einer anderen Position. Herr Beck, dass Sie uns indirekt vorwerfen, mit Ihren 83%, dass wir eine Minderheit hier verteidigen oder vertreten, finde ich schon ziemlich skurril. Ich finde auch, eine Minderheit hat Anspruch darauf, dass sie parlamentarisch vertreten wird. Und das machen wir als CDU und CSU. Deswegen bitte den nötigen Respekt und auch in der Debatte die Position der anderen mitverstehen. Und dann noch mal zum Koalitionsvertrag. Richtig ist tatsächlich, und da muss die SPD jetzt aufpassen, was sie jetzt macht. Also, ich glaube, allen ist klar, was in dieser Formulierung des Koalitionsvertrages gemeint war. Wenn man jetzt im Koalitionsausschuss das Thema anmeldet, Ehe für alle, dann, und ich will doch nur den, Johannes Kahrs ist doch ein seriöser Hanseat, Sozialdemokrat, wenn der Hamburger einem die Hand gibt, dann zählt sein Wort. Und ich glaube auch, Johannes Kahrs wird dafür sorgen, Johannes, du wirst dafür sorgen, dass das Wort der SPD zählt in dieser Frage. Und damals haben wir uns darauf verständigt, dass die Ehe für alle nicht in dieser Legislaturperiode kommt. Und dazu stehen wir auch und dazu solltet ihr auch stehen. So, und dann noch mal zur Diskussion auch innerhalb der Union. Das ist bei den letzten Debatten immer deutlich geworden. Und das ist keine Schwäche einer Partei oder von zwei Parteien und einer Fraktion, dass sie verschiedene Positionen debattiert und kritisch auch beleuchtet. Und da gibt es tatsächlich viele in der Union, die stehen uneinvorgenommen für die Öffnung der Ehe. Es gibt andere in der CDU oder auch in der CSU, die komplett ablehnen. Und es gibt sicherlich auch den einen oder anderen, zu dem ich mich zum Beispiel zählen würde, die ernsthaft darüber nachdenken, zu sagen, welchen Weg kann man gehen, wie kann man Stellschrauben auch verändern, damit man beiden Seiten gerecht wird. Denjenigen, die das kritisch sehen, wie denjenigen, die es voranbringen wollen. Das ist auch eine Stärke einer Volkspartei, diese Debatte zu führen und auch auszuhalten. Und Sie müssen schon die Geduld aufbringen, dass wir zunächst einmal bei uns die Debatte führen und dann möglicherweise auf Sie zukommen. Also spiegelt die Union auch die gesellschaftliche Debatte wieder. Und noch einmal, ob es 80, 70 oder 83% sind, es gibt aber auch viele, die damit ein Problem haben. Die sagen, nein, die Ehe, und jetzt komme ich sozusagen zum Kern nochmal der 49er-Diskussion, die Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz des Staates. Und damit ist gemeint und war gemeint bei den Verfassungsvätern und bei den vier Verfassungsmüttern ganz deutlich, Ehe, die Beziehung der Personen zueinander, aber auch die Möglichkeit, dass aus dieser Beziehung zueinander Kinder erwachsen können und dass wir eine Familiengründung haben. Und deswegen ist es ein Alleinstellungsmerkmal auch in der Verfassung. Die Diskussion wird aber auch, Herr Beck, mit Respekt meine ich auch, dass man einen Stil haben muss in einer parlamentarischen Debatte. Momentan vermisse ich bei Ihnen den Stil, auch mal zuzuhören. Und deswegen wird die Debatte weitergeführt worden. Frau Winkelmeier-Becker hat schon angesprochen, das Thema Adoptionsrecht. Da sage ich persönlich für mich ganz klar, ich bin der Meinung, dass auch gleichgeschlechtliche Paare zugelassen werden sollen für die Adoption. Gar keine Frage. Auch da gibt es in der Union eine Diskussion. Am Ende der Diskussion werden wir auch eine Entscheidung treffen und das auch in den politischen Diskurs bringen. Warten Sie es doch ab. Aber verfassungsrechtlich nochmal Blick auf die Ehe. Also es ist richtig und wichtig, dass sozusagen rechtsgeschichtlich diese Betrachtung des Artikel 6 sozusagen gesehen wird unter dem Gesichtspunkt, dass damals Verfassungsväter und Mütter gesehen haben, dass es ein Alleinstellungsmerkmal gibt, gerade von Beziehungen von Frau und Mann mit Blick auf die Familiengründung. Ob es
Ob eine Verfassungsänderung dann irgendwann notwendig sein wird, lasse ich einmal dahingestellt. Natürlich ist es auch für uns so, dass wir sehen, dass Menschen sich diskriminiert fühlen, wenn sie eintragen müssen, verpartnert, dass das ein Problem ist. Aber darüber diskutieren wir ja auch gerade innerhalb der Union. Und wir haben ganz deutlich gemacht, dass wir diesen Diskussionsprozess auch zu Ende führen wollen, weil wir auch möchten, dass es einen möglichst großen Konsens gibt. Weil ich glaube, noch einmal, auch für die sogenannte Minderheit. Und Herr Beck, es ist immer gut, wenn man sich für Minderheiten einsetzt, weil auch die sogenannte Minderheit mitgenommen werden sollte in dieser Frage. Und da stehen wir als Union auch als Ansprechpartner zur Verfügung. Das ist auch unsere Pflicht, unsere demokratische Pflicht. Und dann werden wir sicherlich mögliche Entscheidungen auch in der Union treffen. Und noch einmal, Johannes Kahrs, das ist in der Koalitionsvereinbarung so geregelt. Herr Bartke, ich rate nur dringend an, auch mit Blick auf die Zukunft, und das möchte ich Ihnen ersparen, dass man das, was Frau Ley übrigens richtigerweise gerade dargestellt hat, dass Sie dieses Spiel hier treiben. Also 6 Monate vor der Wahl jetzt Wahlkampfmanöver fahren und taktieren mit Koalitionsausschüssen und Drohungen von Koalitionsbruch, das, glaube ich, sollte nicht der Stil am Ende der Großen Koalition sein. Der Kollege